Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Look Fantastic Haul. Ich habe mal wieder zugeschlagen und habe mir bei meinem Partner Look Fantastic einige Sachen bestellt. Da sind, glaube ich, ziemlich coole Sachen dabei. Ein paar verschiedene Parfums, aber auch Beauty-Sachen, aber auch Beauty-Produkte, die ich gerne für Experimente oder Tests für meine Kanäle mal ausprobieren möchte. Und alle Sachen, die ich euch zeige, werde ich euch in der Infobox verlinken. Dort ist auch ein Rabattcode für euch. Damit bekommt ihr den bestmöglichsten Rabatt bei Look Fantastic, Elan Helo. Und das sind auch Affiliate-Links in der Infobox. Das heißt, wenn ihr über den Link was kauft, bekomme ich auch eine kleine Provision. Das ist so ein Partnerprogramm, bei dem ich bin. Deswegen steht hier auch Werbung, einfach für die Transparenz, dass ihr das noch einmal wisst. Denn die Sachen hier wurden mir für das Video zur Verfügung gestellt. Für meine Tests, für meine Sachen, die ich auf meinen verschiedenen Kanälen poste. Das immer von Kanal zu Kanal verschieden, was so für Videos kommen. Und dann würde ich sagen, lasst uns nicht lang schnacken, lasst uns direkt anfangen, dass ich euch zeige, was ich denn so bestellt habe. Als erstes habe ich hier von Bondi Sands ein Self-Tan Contour Kit bestellt. Ich habe so viele Videos gesehen auf TikTok und sonstiges, wo, also in denen Menschen eine Kontur machen mit Selbstbräunerprodukten und das über Nacht einwirken lassen und sonstiges und dadurch natürlich konturmäßig geliftet aussehen. Und ich finde, das sieht richtig, richtig spannend aus. Und ich habe mit dem Selbstbräuner von Bondi Sands schon einige Erfahrungen sammeln dürfen und habe ihn auch schon an Leuten in meinem Umfeld getestet, zum Beispiel an meiner Assistentin Jill, weil sie hat eine sehr helle Haut und ich wollte halt, das war auch mal eine Zusammenarbeit mit einem Shop, wo ich Bondi Sands getestet habe, gucken, wie ist das dann bei wirklich sehr heller Haut. Ich muss sagen, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gehabt. Jill sah aus, als wäre sie irgendwie, also als hätte sie Urlaubsbräune, nicht orange, nicht stinkig, selbstbräunermäßig irgendwas, fand ich sehr krass. Deswegen mit Bondi Sands habe ich schon sehr gute Erfahrungen sammeln können und deswegen habe ich mir diesen Self-Tanning-Form geholt, um das halt mit diesem Konturkit zu testen, weil ich wollte ein Video machen, wo ich das mal ausprobiere, wenn man so dieses Konturzeug über Nacht macht, wie es dann am nächsten Tag aussieht, und deswegen habe ich mir die beiden Sachen bestellt. Dann habe ich mir von Kiko Milano dieses Contouring Face Set geholt mit einem Blush, Highlighter und einem Konturstick. Das wollte ich einfach in einem First Impression Video mal ausprobieren, weil Kiko hat schon im Preis-Leistungs-Verhältnis teilweise sehr heftig gute, interessante, spannende Produkte. Ja, ich wollte mal schauen, wie das denn hier ist, ob die sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis lohnen. Mittlerweile benutze ich auch lieber oft Stickprodukte, Flüssigprodukte und sowas anstatt pudriger. Also, ne, wechselt immer, aber früher war nur Puder und jetzt ist halt eher so rum. Und da dachte ich mir, das ist natürlich sehr interessant, die mal auszuprobieren, weil teilweise hat Kiko High-End-Qualität, obwohl die Preise nicht im High-End-Bereich sind. Deswegen dachte ich mir, das ist doch super, um das mal zu testen. Dann habe ich von Makeup Revolution ein Parfum geholt. Revolutionary Eau de Toilette 100 ml. Das können wir jetzt ja einfach mal Probe schnuppern. Weil ich war am Stöbern und dachte, oh, ich mache auch aktuell viele Parfum-Videos für meine Kanäle. Und ich dachte mir, Makeup Revolution hat Parfum. Und ein Mitarbeiter von mir war hier, um mich bei Content-Film-Szenen zu unterstützen. Und meinte so, oh, das riecht richtig gut, aber nicht so lange. Schauen wir mal, wie es riecht. Oh, sehr angenehm blumig. So eine Mischung aus ganz leicht frisch. Und frische Düfte sind ja gar nicht meins, aber das ist eine angenehme Frische. Jetzt nicht herb oder irgendwas, es ist wie so ein schöner Sommertag, der richtig heiß war mit richtig vielen Blumen und jetzt kommt eine frische Brise und der Tag kühlt ab. So riecht das. Gefällt mir sehr gut. Mal sehen, wie lange es von der Haltbarkeit ist. Auf jeden Fall habe ich mir von Makeup Revolution dieses Revolutionary Parfum geholt, um dazu halt auch ein Video zu machen, weil ich habe gemerkt, Parfum-Videos sind auch sehr beliebt bei euch und deswegen schaue ich mich in dem Bereich auch so ein bisschen um. Und ich wusste nicht mal, dass Revolution Parfums hat, deswegen dachte ich mir, okay, das ist natürlich hier sehr interessant. Dann habe ich von Rimmel London diesen Multitasker Better Than Filters gesehen. Primer, Highlighter und Glow Booster. Das hat mich so ein bisschen an Charlotte Tilbury, Hollywood Flawless erinnert und an ganz viele Produkte, die jetzt ja in diesen Bereich gehen. Zum Beispiel haben wir hier von Catrice diesen Soft Glam Filter. Dann haben wir von Essence diesen Glow Booster. Also das sind alles so Sachen für mich, die in eine Richtung gehen. Zumindest von ihrem Werbeversprechen oder dem, was sie so sagen. Und da gucke ich natürlich, was ist das beste Produkt zum bestmöglichsten Preis. Rimmel habe ich früher, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Rimmel klingt irgendwie nicht richtig. Rimmel.
Auf jeden Fall habe ich die Marke früher sehr gefeiert, aber mittlerweile habe ich nicht so viel damit zu tun. Ich sehe sie auch gefühlt nirgendwo, wo ich bin. Ich sehe sie aber manchmal im Ausland, wenn ich jetzt irgendwie im Ausland war oder so. Ich wollte die auf jeden Fall mal vergleichen mit den teuren und günstigen Produkten, die in diesem Glow-Bereich sind, und da mal so ein Vergleichsvideo für meine Kanäle machen. Dann habe ich von Natasha Denona den Skincare Infused Glow Beautifier geholt. Das ist das hier. Und zwar soll das die Poren reduzieren. Es soll auch feuchtigkeitsspendend sein. Und ja, eigentlich bin ich ja nicht so im Highlighter-Film, aber den könnten wir doch mal ausprobieren, wenn wir schon dabei sind. Das Ding ist nämlich, ich habe bei Look Fantastic von Natasha Denona diesen High Glam Concealer mir auch mal bestellt. In der Farbe N2 werde ich euch auch nochmal verlinken. Und das ist so ein krasser Concealer. Der ist so stark deckend, lässt sich aber so schön verblenden und creased nicht. Guck mal, ich habe den heute auch schon drauf seit bestimmt 9 Stunden. Guck mal, wie gut der noch aussieht. Weißt du, wie ich meine? Das ist ein mega krasser Concealer. Und da bin ich ein bisschen auf Natasha Denona Trip gekommen. Deswegen dachte ich, ich hole mir mal auch noch mal was von ihr. Ich bin eigentlich raus aus dem Highlighter-Film. Highlighter war ja mal eine ganz große... ich bin gestorben für Highlighter, ne? Aber jetzt? Ich benutze es fast kaum noch. Ist natürlich jetzt auch schwer zu beurteilen, weil ich halt auch... Ich mache es ja nicht auf die nackte Haut. Ich habe ja schon Puder, Fixing Spray und alles drunter. Ja, okay, das ist Müll. Was soll ich da jetzt bewerten? Weißt du, wie ich meine? Wenn ich da 20 Schichten schon drunter habe. Aber Natasha Denona mit diesem Concealer, was ich halt erst durch Look Fantastic so mäßig getestet habe. Ich kannte vorher nämlich nur Lidschattenpaletten. Fand ich als Marke sehr interessant. Und so interessant, dass ich sogar gesagt habe, okay, ich hole mir einen Highlighter und teste den mal. Weil die Werbeversprechen da aber auch sehr gut klangen. Dann habe ich mir von Carolina Herrera das Very Good Girl Parfum geholt. Ich muss sagen, die Designs von diesen Parfums sind echt krass. Was ist das? Das ist heftig. Und Carolina Herrera, ich werde nie lernen, wie man Sachen richtig ausspricht. Und wenn ich lerne es und dann vergesse ich es auch, macht richtig heftige Parfums. Ich war mal am Flughafen und habe da mal durchgetestet und die hat echt heftig geile Düfte. Ich glaube, von allen, die dort waren, gab es einen, den ich nicht mochte. Ey, Look Fantastic hat auch echt coole Duft. Produkte und so. Ich packe euch auch einen Link zu ihrem Online-Shop allgemein hin, weil wenn ihr irgendwie Make-up, Pflege, Parfums kaufen wollt und nicht jetzt was aus dem Video, sondern allgemein, könnt ihr über den Link was kaufen. Ich bekomme Provisionen, falls ihr was kaufen wollt, warum nicht? Plus mit Elan Helo könnt ihr sparen. Der Code ist dauerhaft gültig. So, lass mal das testen. Das ist so, ich würde so pudrig beschreiben. Oh, das ist so eine, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, so eine Audrey Hepburn, Coco Chanel in modern, pompös, aber elegant, pudrig, geht gerade ins Badezimmer. Alle Typen stehen auf sie, aber sie ist halt so, nicht abgehoben, aber sie ist halt so, ich nehme nicht irgendeinen. Und die geht gerade ins Bad und pudert sich. Und alle Frauen stehen daneben, aber und dieser Duft aus ihrem Parfum und Puder und Eleganz, aber auch so riecht das, so ein bisschen pudrig, so eine französische Schönheit. Das ist so ein Duft, so will ich den beschreiben. Ja, das ist so meine Art, Parfums zu beschreiben. Wieder einpacken, weil ich hole es halt erst für mein Video raus, was ich drehe. Voll viele der Sachen, ey, das ist cool, aber auch manchmal doof, weil manchmal dauert das ewig, bis ich dann ein Video drehe. Und ja. Dann habe ich mir von Kiko ein... zwei Phasen Waterproof Make-up Entferner geholt. Einfach, weil ich mal gucken wollte, wie der ist. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was macht für euch ein richtig gutes Abschminkprodukt aus und wie schminkt ihr euch ab? Weil ich bin ja manchmal in meiner Bubble. Guck mal, ich zum Beispiel mache immer Double Cleansing, mindestens. Zum Beispiel an Tagen wie heute nehme ich einmal so einen Make-up Remover, dann nehme ich nochmal ein Öl und dann nehme ich nochmal einen Reinigungsschaum. Das ist das, wie ich es mache. Ich fahre damit ehrlicherweise gut an Tagen, wo ich so stark geschminkt bin. Sonst nehme ich nur einen Step oder so, ne? Weil teilweise nach 2 Schritten habe ich noch Reste von Make-up und das weiß ich nicht. Aber die meisten schminken sich ja nicht so ab mit 3 Schritten und dies und das und sowas. Deswegen schreibt mir gerne, wie schminkt ihr euch ab? Wie sind eure Schritte? Das wäre für mich sehr interessant, weil ich möchte gerne auch irgendwann in meinem Online-Shop einen guten Make-up-Entferner drin haben. Und nicht, dass ich da voll das dumme Produkt rausbringe, weil meine Routine komplett anders ist als eure. Ich wollte auf jeden Fall mal gucken, wie der hier von Kiko ist. Deswegen habe ich mir den geholt. Dann habe ich mir von Lumene diesen Serum-Concealer geholt, weil Lumene ist eine finnische Marke, die ich kennengelernt habe, als ich beruflich in Finnland war und die sehr gut ist. Also das sind wirklich krasse Produkte, dass ich, als ich das damals getestet habe, dachte ich, wow, okay, aber du musst auch, wenn du in Finnland lebst,
brauchst du auch gute Produkte, weil es ist schon manchmal sehr kalt und vom Klima herausfordernd manchmal. Und ich habe von Lumene vor kurzem so eine BB-Creme gehabt. Die werde ich euch auch verlinken, auch wenn ich sie euch nicht zeige. Die Instant Glow Fresh Tint Skin Tint. Falls ich sie auf Look Fantastic finde, verlinke ich sie euch. Ich habe jetzt Universal Dark, aber es gibt verschiedene Töne. Das ist so eine richtig krasse, minimal getönte Tagescreme. Also ich habe ja verschiedene Tagescreme, Marken auch, die ich feiere, je nachdem, wie doll soll die Deckkraft sein, wie soll das Finish sein. Aber diese Instant Glow Fresh Skin Tint von Lumene ist so richtig, du hast was drauf, ohne was drauf zu haben. Du fühlst es nicht, du siehst es kaum, aber es macht schon einen Unterschied. Und weil ich das so spannend fand, habe ich mir auch diesen Serum in Concealer geholt, weil ich halt auch in meiner Freizeit gerne weniger Make-up trage mittlerweile. Also klar, so wie heute fühle ich mich besonders hübsch, aber ich bin auch ein bisschen so, ich muss jetzt nicht jeden Tag 50 Kilo Make-up auftun. Da bin ich auch ein bisschen raus, muss ich sagen, mittlerweile und benutze halt eher so leichte Produkte. Und da mich das eine von Lumene so überzeugt hat, habe ich mir jetzt auch das andere geholt. Dann habe ich mir von Kiko die Intensive Lifting Effect Mask geholt. Steht hier auf Deutsch irgendwas? Ja moin, ich habe gerade das Wort ein Wort, das auf Sohn endet, gelesen, aber das stand da gar nicht. Da stand der Haut erhöhen. Guck mal, ich merke das auch mit dem Alter. Das fällt mir schon ein bisschen schwerer, das da unten zu lesen. Weil ich möchte euch gerne vorlesen, was dazu da steht, damit ihr wisst, warum ich es mir geholt habe. Intensivpflege, Liftingmaske mit Meereskollagen. Mildert mit sofortigem Lifting-Effekt die Zeichen der Müdigkeit und verleiht der Haut Glanz und Jugendlichkeit. Ja, ich sag euch ehrlich, also ich bin jetzt auch... Ich bin langsam in dem Alter, von meinem Gefühl her einfach, sind Frauen mit 50, Frauen mit 20, jeder wie er meint, wo Lifting für mich nicht uninteressant ist. Ich merke schon die ganze Schwerkraft auch überall so. Und so eine Lifting Mask, die in dem Moment so einen Special Effekt hat, warum nicht? Und dann habe ich mir zum Schluss von Kiko Milano auch nochmal ein Face Primer geholt. Auch für meine Make-up-Videos, auch für meine First Impression-Videos, um ihn einfach zu testen, um zu gucken, wie ist die Qualität. Und zu schauen, ey, kriegt man vielleicht High-End-Qualität für einen guten Preis. Weil Kiko ist schon teurer als Drogerie, aber günstiger als High-End. Und weiß nicht, ich wollte da nochmal genauer schauen. Und deswegen habe ich diesen Hydrating und Perfecting Face Base Primer geholt. Ja. Wenn ihr Erfahrung habt mit welchen von den Produkten, schreibt mir das auch sehr gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie eure Abschminkroutine ist. Ich hoffe, ihr kommentiert da auf jeden Fall fleißig mit. Und ansonsten findet ihr nochmal alle Produkte in der Infobox verlinkt. Und ansonsten war es das auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.